So, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu Star Talking. Mein Name ist Marvin und neben mir steht Stefan Raab. Star Talking. Star Talking, genau. Star Talking, jetzt geht's los. Darf ich Sie duzen? Nein. Bundesvision Song Contest ist ja eine Ihrer Projekte. Da gibt's ja noch, was weiß ich, Schlag den Raab, Schlag den Star, VOG-WM, Autoball-EM, WM, alles Mögliche. Springen TV total, Schlag den, ja. Schlag den Bundesvision Song Contest. Genau. Was ist denn das Geheimnis hinter diesem riesen Raab-Imperium auf ProSieben? Ja, wir sind einfach nur fleißig. Der Anfang war ja erstmal Moderator zu werden. Wie wird man denn heute Moderator? Das weiß ich nicht, wie das heute geht. Ich wollte also, wie wurden Sie damals Moderator? Ich wollte eigentlich gar nie Moderator werden. Ich finde auch, dass ich gar keiner bin eigentlich. Moderatoren sind ja Leute, die professionell arbeiten. Professionell Sätze unterbrechungsfrei von Telepromptern ablesen. Und das mache ich ja nicht. Ich rede ja so, wie es mir gerade einfällt und überlege auch gerne mal innerhalb der Sätze, was ich als nächstes sage, gestreckt durch ein galantes Und ja, ich hatte mehr die Idee, Leute zu unterhalten, also Entertainer zu sein. Moderator ist ja mehr, ja, weil ich kein Pflaume ist ein Moderator. Also gar nicht abfällig gemeint, sondern er ist ein sehr guter Moderator. Und weiß nicht. Gäbe es denn dann die... So, das ist, eigentlich sehe ich das gar nicht für mich als Berufsbezeichnung. Ich bin kein Moderator. Ich bin einfach so ein Typ, der hin und wieder auch sagt, was als nächstes kommt. Gäbe es da denn die Möglichkeit, als Showpraktikant durchzustarten? Elton macht das ja, bezeichnet man ihn noch als Showpraktikanten? Ja, die Showpraktikantenstelle ist leider noch besetzt. Na gut. Muss ja aber noch ein bisschen was drauf schaffen. Wie? Ach so, gewichtlich? Gewichtmäßig, ja, klar. Ja, das mache ich schnell. Wir nehmen nur Leute bei mir in der Sendung, die hässlicher sind als ich. Das ist ein absolutes Prinzip, verstehst du? Das ist der Selbsterhaltungstrieb. Da habe ich ja dann gute Chancen, wa? Ich wollte es so nicht sagen. Was haben Sie denn eigentlich gegen RTL? Sie machen oft Witze auf Kosten von RTL. Gar nichts gegen RTL. RTL ist der beste Lieferant für TV Total. Und ja, deswegen, das ist ja eigentlich, ist das ja eine versteckte Würdigung und Huldigung der Unterhaltungssendung, die RTL dort ausstrahlt. Also eher eine Hommage. Absolut. Ich wurde schon von hinten gestreichelt. Ich mache ganz schnell, wir droppen einfach mal ein paar Namen der Rap-Branche, weil ja, es sind ja... Ich wurde schon von hinten gestreichelt. Auch ein Satz, der vielleicht in die Geschichte eingeht. Ich wurde schon von hinten charmant gestreichelt. Es sind ja ungefähr Hört man in Köln übrigens sehr oft, den Satz. Ja, also es gibt Leute, die mögen Milch mit Knoblauchgeschmack. Die meisten trinken aber Milch ohne Knoblauchgeschmack. Heißt das dann nicht Remoulade? Keine Ahnung, ich weiß auch gar nicht, ob es Milch mit Knoblauchgeschmack gibt, aber theoretisch wäre es doch schön, wenn es im Angebot Milch mit Knoblauchgeschmack gäbe. Vielleicht gibt es ja irgendeinen Perversen, der sowas trinkt. Das ist grundsätzlich an alle Menschen in diesem Land. Seid lieb zueinander und streichelt euch von hinten. Dann bedanke ich mich für das schnelle und spontane Interview, wo ich von hinten gestreichelt wurde. Ja. Herr Raab. Allerdings nicht von mir, das möchte ich festhalten. Sagt er. Ja.